Hallo zusammen, ich bin's wieder im Kurs Jeder kann programmieren lernen und hier arbeiten wir uns ja momentan an den Java-Grundlagen entlang. Eigentlich sind wir bei den Operatoren, doch heute muss ich ein Thema dazwischen schieben, das wichtig ist für das Verständnis für die weiteren Operatoren. Das ist eigentlich quasi eine Grundvoraussetzung, die nächsten Kapitel zu verstehen. Wir sehen uns nämlich die boolsche Logik an, welche für alle digitalen Verarbeitungssysteme essentiell ist. Also nicht nur für das Programmieren, sondern beispielsweise auch für die Digitalschaltungen. Nun, das ist zwar ein Programmierkurs, ich werde aber trotzdem die boolsche Logik recht allgemein erklären. Beginnen wir mit den wichtigsten bei der Logik, den eigentlichen Daten. Diese können bei Logikschaltungen oder boolschen Operatoren immer nur die Werte true oder false annehmen. Vielleicht erinnert ihr euch an den Datentyp Boolean. In Logikschaltungen bezeichnet man die Zustände true und false gerne als 1 und 0. Dies wird meist technisch mit Spannung oder Strom vorhanden, beziehungsweise Spannung oder Strom nicht vorhanden umgesetzt. Ich bleibe hier aber in aller Regel bei den Programmierbegriffen True und False. Die Logikdaten können wir bei Schaltungen und Operatoren oder Operationen nun in zwei Gruppen aufteilen. Den Eingangsdaten, welche die zu verarbeitenden Daten darstellen, was jetzt bei logischen Operationen die Operanden wären. Bei logischen Schaltungen sind es die Eingangsanschlüsse der sogenannten Logikgatter. Das sind diese kleinen Füßchen von diesen Elektronikchips, von den sehr einfachen zugegebenermaßen. Die zweite Kategorie sind die Ausgangsdaten. Das sind die Verknüpfungsergebnisse bzw. die Ausgangssignale bei Schaltungen. Um euch das nun möglichst anschaulich zu erklären, habe ich mir für dieses Video eine mechanische bzw. eigentlich hydraulische Variante überlegt, um das Ganze eben zu veranschaulichen. Wir haben hier einen Wasseranschluss und ein Ventil, welches den Durchfluss verhindert. Das Betätigen des Ventils ist hier nun das Eingangssignal. Das Ventil betätigt wäre true, das Ventil nicht betätigt wäre false. Das Ausgangssignal wäre nun die Turbine, welche sich im True-Fall dreht und im False-Fall nicht dreht. Wir sehen also, wenn der Knopf gedrückt wird, dreht sich die Turbine. Das ist zugleich der einfachste Fall. Wir haben ja streng genommen keine wirkliche Verarbeitung. Wir geben das Eingangssignal 1 zu 1 durch. Knopf gedrückt, Turbine dreht sich. Technisch könnte man dies als eine einfache Zuweisung ansehen. Nun, um das Verhalten von Logiken besser zu veranschaulichen, nutzt man gerne Logiktabellen, in denen man alle möglichen Eingangskombinationen und das zugehörige Ausgangssignal tabellarisch darstellt. In unserem Fall ist es recht einfach. Da wir nur zwei Eingangssignalzustände haben können, nämlich False und True, schreiben wir das hier einfach in dieser Tabelle von E rein. Die zugehörigen Ausgangssignale sind entsprechend False und natürlich True. Das heißt, ich drücke den Schalter nicht, die Turbine dreht sich nicht, also false. Ich drücke den Schalter, also dreht sich die Turbine, also true. Also soweit relativ simpel. Nun ändern wir den Ventiltyp. Dieses Ventil lässt im nicht gedrückten Zustand die Turbine drehen. Um das Verhalten besser zu verstehen, ergänzen wir nun gleich mal die Wertetabelle und schauen uns an, wie die Ausgangssignale hier zu erwarten sind. Also fangen wir mal mit dem False-Zustand an. Das heißt, ich drücke den Taster nicht, aber die Turbine dreht sich, also true. Wenn ich das Eingangssignal betätige, also ich drücke den Schalter, dann macht das Ding zu und der Propeller hier, diese Turbine, dreht sich nicht mehr, also false. Das entsprechende Verhalten sehen wir nun also auch in Aktion, wie erwartet. Eine Operation mit solch einem Verhalten nennt man Negation. Sie macht aus einem True-Signal ein False und aus einem False-Signal ein True. Die Turbine macht also genau das Gegenteil von dem, was wir tun. Negation finden wir sowohl bei den Eingangssignalen als auch bei den Ausgangssignalen. Bei Programmiersprachen wird die Negation meist mit einem Ausrufezeichen symbolisiert. Das sehen wir uns aber noch in einem späteren Video an. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie von logischen Verknüpfungen.
In diesem Fall haben wir zwei Ventile hintereinander geschaltet. Wir verarbeiten also zwei Eingangssignale zu einem Ausgangssignal. Insofern haben wir auch mehr Möglichkeiten für die Eingangssignale, und zwar vier verschiedene Kombinationen. Damit wir nicht durcheinander kommen, gehen wir einfach systematisch vor wie beim binären Zahlen. Wir fangen mit 00 oder eben wie bei uns false, false an. Danach kommt 01 oder eben false, true. Dann true, false und true, true. Wie gesagt, wenn wir das Ganze durch Nullen ersetzen und Einsen, würde hier stehen 00, das wäre Dezimal 0, 01 Dezimal 1, 10 wäre Dezimal 2 und 11 wäre Dezimal 3. Wer das noch nicht so ganz verstanden hat oder wenn es zu schnell ging, der guckt sich einfach nochmal das Video zu dem binären Zahlensystem an. Wenn wir nun ein Ventil drücken, dann dreht sich die Turbine noch nicht. Das heißt für unsere Tabelle, dass wir immer dann, wenn mindestens ein Eingang auf False ist, das Ausgangssignal auch auf False bleibt. Das gilt jetzt eben für keiner gedrückt oder eben nur einer gedrückt, was jetzt hier an der Stelle einigermaßen logisch ist. Ja, und erst wenn wir beide Ventile gleichzeitig drücken, dann haben wir ein True als Ausgangsinformation. Für die Wertetabelle bedeutet es, dass nur dann, wenn alle Eingänge auf True sind, das Ergebnis auch True sein kann. Die Turbine dreht sich also, wenn das eine Ventil und das andere Ventil gedrückt wird. Insofern nennen wir diese Verknüpfung eine Und-Verknüpfung. Und das könnte ich jetzt mit beliebig vielen Ventilen machen, die ich hintereinander schalte. Wichtig ist, dass alle auf True stehen. Die hier abgebildete Verknüpfung hat wieder zwei Eingangssignale, aber ein komplett anderes Verhalten. Versuchen wir wieder zuerst die Wertetabelle zu ermitteln. Wenn wir keines der beiden Ventile öffnen, so wird sich die Turbine nicht drehen. Also können wir festhalten, dass beide Eingänge auf False zu einem Ausgangswert False führen. Wenn aber eines der beiden Ventile betätigt wird, so dreht sich die Turbine, beziehungsweise wenn auch beide Ventile betätigt werden. Also probieren wir es aus, indem wir das untere Ventil drücken und die Turbine dreht sich. Und wenn wir den oberen Knopf drücken, wird sich die Turbine natürlich auch in Bewegung setzen. Dass sich die Turbine bei Betätigung von beiden Ventilen dreht, sollte somit auch klar sein. Das spare ich mir jetzt hier an der Stelle. Das Verhalten unserer Verknüpfung bezeichnet man nun als oder Verknüpfung, da sich die Turbine dreht, wenn sich das eine oder das andere oder beide Ventile betätigt werden. Also mindestens eines dieser Ventile. Auch hier gilt, das kann ich mit beliebig vielen Ventilen übereinander machen. Entscheidend ist, sobald auch nur eines gedrückt wird, dreht sich die Turbine. In der folgenden Konstellation haben wir unsere Ventile etwas modifiziert. Jedes öffnet einen Strang und schließt gleichzeitig einen anderen. Im Normalzustand dreht sich die Turbine also nicht. Also bei beiden Eingangssignalen oder Eingängen auf False ist das Ergebnis auch False. Wenn wir das linke Ventil betätigen, so wird der obere Strang geöffnet und der untere verschlossen. Die Turbine dreht sich somit und wir tragen dann entsprechend auch True ein. Das heißt, linkes Ventil auf True, rechtes Ventil auf False, in Summe das Ergebnis True, weil eben im oberen Strang das Wasser fließen kann. Betätigen wir nun den rechten Knopf, so dreht sich die Turbine auch. Wir tragen hier also ebenfalls ein True ein. Die beiden Stränge sind zugleich, also sind also gleichwertig. Bis jetzt verhält sich diese Verknüpfung also wie ein Oder. Interessant wird es jetzt aber, wenn wir beide Ventile gleichzeitig betätigen. Die Turbine dreht sich hier auch nicht, da sich die Ventile ja gegenseitig verriegeln. Wir tragen also hier nun ein False ein. Die Turbine dreht sich also immer nur dann, wenn exakt ein Ventil und nur ein Ventil betätigt wird. Es also exklusiv gedrückt wird, weshalb diese Verknüpfung auch Exklusiv-Oder-Verknüpfung heißt oder kurz XOR.
Also ist es nur dann das Ergebnis auf True zu erwarten, wenn exakt ein Gang, ein Eingang und wirklich nur ein Eingang auf True steht. Das gilt auch dann, wenn wir ganz viele solche Eingänge haben. Es darf immer nur exakt ein Eingang auf True stehen. Das wäre dann ein exklusiv oder kurz XOR. So, nun haben wir wieder eine Menge Dinge durchgearbeitet. Allerdings will ich euch nicht ohne ein paar Grundlagen der Boolschen Algebra aus diesem Video entlassen. Zugegebenermaßen ist es vor allem für die Hardware-Leute interessant, aber für uns Programmierer gibt es da an dieser ein oder anderen Stelle auch Möglichkeiten, unseren Code zu optimieren. Also gehen wir nochmal kurz unsere drei wichtigsten Logikverknüpfungen durch: die Oder-Verknüpfung, die Und-Verknüpfung und die Negation. Da in der Technik für alles Abkürzungen existieren, und wir hier nicht ständig mit diesen großen Worten und diesen Tabellen arbeiten wollen, hat man Symbole geschaffen, um das eben einfach ein bisschen knackiger darzustellen. Die Oder-Verknüpfung wird in der Boolschen Schreibweise mit einem nach oben geöffneten eckigen U symbolisiert. Also ich merke mir immer oben offen, also oder. Das Und wird mit einem nach unten offenen U geschrieben. Also nach unten offen, U wie unten. Okay, jeder kann sich das so machen, so merken, wie er möchte. Bei mir hat es so geholfen. So, fehlt noch die Negation. Das wird mit einem einfachen Strich über dem zu negierenden Element notiert. Dies kann man noch erweitern, wenn man beispielsweise das gesamte Ausgangssignal einer Und-Verknüpfung negieren möchte. Dann zieht man diesen Strich komplett über den Ausdruck E1 und E2. Das sehen wir uns aber dann gleich an. Ja. Mit diesem ganzen Wissen können wir jetzt eine Menge Unfug betreiben. Sehen wir uns mal folgende Konstellation an. Wir nehmen das Eingangssignal, also E, und verknüpfen es über oder, also oben offen, mit einer 0 oder eben false. Ich mache jetzt hier 0, das ist ein bisschen knapper dann zu schreiben. Da nun oder immer dann 1 ergibt, wenn eines der beiden Eingänge auch 1 hat, so gilt hier, dass der Ausgang das gleiche ergibt wie der Eingang. Wenn beispielsweise E auf 1 steht, heißt es 1 oder 0, was 1 ergibt. Ist der Eingang auf 0, so lautet die Verknüpfung 0 oder 0, was als Ergebnis 0 ergibt. Das Ausgangssignal also ist immer das gleiche wie das Eingangssignal, so dass wir das auch genauso notieren können. Daraus schließen wir, wir von einem Signal wissen, dass es immer 0 ist, benötigen wir gar keine Oder-Verknüpfung, sondern verwenden das Signal einfach 1 zu 1. Was passiert nun im folgenden Fall? Jeder überlegt jetzt mal kurz selbst, E oder 1. Nun, das Ergebnis muss die 1 sein, da ja ein Eingang fest auf 1 steht. Und bei oder ist mindestens Eingang auf 1, ist das Ausgangssignal auch 1. So, dann nächstes Beispiel. E oder E, das Ergebnis ist logischerweise wieder E, weil 1 oder 1 gibt 1, 0 oder 0 gibt 0, also das gleiche wie E. Sehen wir uns nun die Und-Varianten von diesen Sonderfällen an. Wieder als ein festes Eingangssignal die 0, also E und 0, muss zwingend ergeben die 0. Weil wir haben ja gesagt, bei einem Und-Gatter müssen alle Eingänge auf 1 sein, um ein 1-Signal zu ermitteln, sonst ist es zwingend 0. Dann haben wir wieder die Verknüpfung mit fix 1, was dann wieder exakt das Eingangssignal ergibt, logischerweise. 1 und 1 gibt 1, 0 und 1 gibt 0, also immer das gleiche, was E darstellt. So, dann haben wir wieder das Eingangssignal mit sich selbst verknüpfen, in dem Fall von unten. Da kommt dann logischerweise wieder das Eingangssignal heraus. Wenn man das durchprobiert, ist es relativ einsehbar. Ja, jetzt haben wir noch ein paar andere Sonderfälle. Zum Beispiel, was kommt heraus, wenn man das Eingangssignal und die Negation des Eingangssignals verundet? Und das muss zwingend die 0 sein, weil ja mindestens ein Eingang auf 0 liegt. Wir können sagen, wenn E gleich 0 ist, dann ist E nicht auf 1. 0 und 1 gibt 0. Wenn E die 1 ist, muss es dann negiert die 0 sein, kommt auch wieder 0 raus. So, das Gleiche können wir jetzt mit dem Oder machen. Und da kommt dann logischerweise die 1 raus, weil mindestens ein Eingang auf 1 liegt.
Schließlich gibt es noch die doppelte Negation, was selbstverständlich wieder das Eingangssignal ergibt. Also wie bei Mathematik, minus 1 mal minus 1 gibt plus 1. Ja, kommen wir nun zu den etwas komplizierteren Regeln und beginnen mit dem sogenannten Distributivgesetz, das wir in einer ähnlichen Form ja auch in der Mathematik kennen. Wenn wir einen Eingang, in diesem Fall E1, sowohl mit E2 als auch mit E3 verodern und die Ergebnisse mit und verknüpfen, dann können wir dies verkürzt darstellen, und zwar indem wir E1 nur einmal verarbeiten. Wir ziehen also E1 vor die Klammer. Wir können die gleiche Regel auch formulieren, wenn wir einfach die Werte umdrehen, die also die und oder vertauschen. Auch hier ziehen wir E1 vor die Klammer. Wer es nicht glaubt, kann es einfach mal durchexerzieren und durchprobieren, wobei das hier noch relativ einsichtig ist. Die nächsten Regeln sehen auf den ersten Blick etwas unglaubwürdig aus. Und zwar, wenn wir den Eingang E1 mit E1 und E2 verodern. Und dann kommt heraus E1. So, wenn man das nicht glaubt, kann ich verstehen, habe ich am Anfang auch nicht geglaubt, dann uns das mal etwas genauer an. Wir gehen es einfach Schritt für Schritt durch. Zuerst brauchen wir natürlich eine Wertetabelle, und zwar für die Eingangssignale, für die Verundung von E1 und E2 und schließlich für den Ausgang. Zuerst verarbeiten wir die Klammer E1 und E2. E1 false und E2 false ergibt bekanntlich false. False und true gibt auch false, weil bei und ja beide Eingänge auf true sein müssen, um eben das True-Ergebnis zu ermitteln. Womit wir auch in der nächsten Zeile dann logischerweise auf false sind. Bei der letzten Zeile kommt dann true raus, weil true und true gibt eben ein true. So, jetzt gehen wir weiter. In der ersten Zeile, wenn wir false, das war ja E1, und das Ergebnis mit false verodern, kommt logischerweise false raus. Im nächsten Schritt, false oder false gibt auch wieder false. Und true oder false, jetzt haben wir ein true, da E1 auf 1 liegt und schließlich die letzte Zeile ebenfalls true, weil true oder true natürlich wieder true ergibt. Wenn wir das Ergebnis nun ansehen, dann erkennen wir, dass der Ausgang genau das gleiche ergibt wie der Eingang E1. Insofern stimmt die Annahme. Ja, jetzt drehen wir die Verknüpfungszeichen mal um und sehen, was jetzt dabei rauskommt. Wir beginnen wieder mit der Klammer, und zwar an der ersten Zeile. False oder false ergibt false. False oder true ergibt true. True oder false ergibt true. Und true und true dann sowieso. Nun verunden wir dieses Ergebnis wieder mit E1 und erhalten false und false als Ergebnis false. Dann true und false und true ergibt auch wieder false. Dann haben wir true und true ergibt wieder true. Und in der letzten Zeile true und true ergibt wieder true. Und dann sehen wir wieder, das Ergebnis ist wieder exakt das gleiche wie unser Eingangssignal E1. Kommen wir zur letzten Kategorie der sogenannten De Morganschen Regel. Hierzu verodern wir zwei Eingänge und negieren das Ausgangsergebnis. Diese Verknüpfung nennen die Hardware-Leute NOR, also eine Wortschöpfung aus NOT und OR. Diese Verknüpfung können wir als Negation von E1 und die Negation von E2 darstellen, aber eben mit einem und. So, das gucken wir uns auch etwas genauer an. Wir brauchen wieder eine Wertetabelle und sehen uns die Ergebnisse der linken und rechten Seite unseres Statements mal wieder an. Wir beginnen mit E1 NOR E2. Hierzu verodern wir false und false, was wiederum false ergibt, und negieren das Ganze zu true. Nun versuchen wir uns an der rechten Spalte. E1 negiert ergibt true, E2 negiert ergibt ebenfalls true, und wenn wir true und true verknüpfen, dann kommt natürlich auch wieder true raus. So, weiter im Text. False
false oder true, also in der nächsten Zeile, ergibt true, negiert, gibt false. Dann rechte Spalte ist ebenfalls false, weil E2 negiert false ergibt und sobald ein Eingang auf false steht, ist bei einer Und-Verknüpfung das Ergebnis false. Die nächste Zeile ist identisch, weil die beiden Eingänge vertauscht werden können, also false. Und das Ergebnis ist natürlich dann an der Stelle auch wieder identisch false. In der letzten Zeile haben wir true oder true, was true ergibt, negiert wiederum false. Beide Eingänge negiert ergibt hier was false, mit unverknüpft ist es false, also insofern alles okay, die Behauptung, die ich da hingeschrieben habe, stimmt. Zuletzt drehen wir auch hier die Operatoren um und erhalten E1 NAND E2, also auch hier haben die Hardware-Leute einen eigenen Begriff, und vergleichen es mit der Veroderung der negierten Eingänge. Also false und false ergibt false, negiert true. Bei der rechten Seite negieren wir beide Eingänge auf true und erhalten somit wieder true oder true, was wiederum true ergibt. Nächste Zeile, false und true ergibt false. Negieren wir das Ganze, kommen wir zu true. Rechts haben wir true oder false negiert. Also kommen wir wieder true raus. Die nächste Zeile ist wieder identisch, weil wir wieder beide Eingänge einfach nur vertauschen. Und dann haben wir in der letzten Zeile true und true, würde true ergeben, negiert false. Und dann haben wir E1 negiert, also true negiert ist false. Wieder E2 negiert wäre auch wieder false. Und dann kommt hier entsprechend bei der Veroderung auch wieder false raus. Also sind wir hier an der Stelle wieder genau so, dass die beiden Ergebnisse wieder identisch sind. Das heißt, die Formel, die wir oben stehen haben, stimmt. So, nun haben wir alle wichtigen Regeln nochmal durchgekaut. Ein paar gibt es noch, die sind aber so trivial, dass ich sie mir echt spare. Die Frage ist nun, was machen wir mit diesen Infos? Grundsätzlich will ich euch damit eigentlich nur zeigen, dass ihr, wenn ihr später mal größere logische Ausdrücke habt, es durchaus sinnvoll sein kann, sich mal zu überlegen, ob man da nicht die ein oder andere Vereinfachung machen kann. Vor allem die De Morgan'sche Regel hat schon die ein oder andere Codezeile vereinfacht, aber es ist nicht das tägliche Brot des Programmierers, das kann man nicht sagen. Aber wie gesagt, man sollte es mal gesehen haben, damit man es wirklich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal einbauen kann. Ja, soweit zur logischen bzw. boolschen Algebra. Im nächsten Video wollen wir uns jetzt den Code für solche logischen Verknüpfungen etwas genauer ansehen. Also im Prinzip schauen wir uns jetzt einfach mal Operatoren an, die sich primär um das Thema True und False kümmern. Dort werden wir auch noch ein paar Besonderheiten von sequenzieller Verarbeitung von Logik ansehen, aber das sind dann nur noch ein paar Kleinigkeiten. Also bis dahin viel Spaß.